Also, jetzt geht's. Bist du bereit? Ja. So. Hallo, hier ist Sascha. Hier ist kommen. Ja, hier, ey. Ist doch lustig, ja. Willkommen zu einem kleinen Special von Short Review. Ich bin Sascha und bei mir sitzt ja, der Regisseur des ja, kommenden Action-Thrillers Rampage 3, Uwe Boll. Ja, hallo. Willkommen. Hallo, hier in Hamburg. Ja. Genau, wir sind hier im Hamburger UCI-Kino und das ist jetzt schon wieder einer durch, grundsätzlich. Ja. Ist auch immer lustig, wenn spontan ja, gesagt wird. So, drei Teile einer Trilogie abgeschlossen, das muss ja ein richtiges Abenteuer für dich gewesen sein. Nicht wirklich, weil der erste Teil, da hatte ich jetzt nicht unbedingt geplant, weitere Teile zu machen. Das kam nach Jahren, wo ich mich gefragt habe, was wäre jetzt wohl aus dieser Figur Bill Williamson geworden. Also der ist damals mit dem Geld abgehauen, nachdem er da die halbe Ortschaft umgelegt hat. Und dann fragt man sich natürlich, sollen wir diese Geschichte weitererzählen? Und der Brandon Fletcher hatte Lust drauf. Das war vor 2,5, 3 Jahren, wo wir das beschlossen haben, den zweiten Teil zu machen. Und dann nach dem zweiten Teil dachte ich mir, ich muss die Geschichte jetzt auch irgendwie zu Ende erzählen, weil es war immer noch so ein offenes Ende. Er kommt ja auch beim zweiten Mal davon. Und das wollte ich jetzt zu Ende erzählen mit Teil 3. Ja. Als ich dann nochmal deine Bio geguckt habe, im Endeffekt ein Amoklauf endet dein letzter Film und fast der erste, das ist glaube ich der dritte, die ich bei dir gefunden habe, war Amoklauf. Und im Endeffekt das Thema, damit beendest du. Hast du damit gerechnet oder was Absicht? Weiß ich nicht, aber so ein bisschen sind die Filme ja etwas verschieden. Ja? Aber damals Amoklauf, ich weiß noch, wie auf dem Plakat stand von dem Film, manchmal ist ein Amoklauf die beste Art, um mit Menschen in Kontakt zu treten. Ja? Und das war so ein bisschen so ein Ding aus eigener Isolation und so. Ne? Ich dachte irgendwie, man muss die ganze Welt bekämpfen. Und jetzt der Rampage ist ja schon mehr, sagen wir mal, ein Terrorist eigentlich und kein wirklicher Amokläufer mehr. Ne? Also von daher, aber diese Idee einer gegen alle oder so war immer da bei mir und in sehr vielen Filmen. Heart of America, Sound on Wall Street kamen immer wieder solche Thematiken raus. Ist das für dich einfacher, wenn du dann einen Hauptcharakter hast, auf den Krieg dich konzentrieren kannst? Ist das dann auch für die Geschichte einfach für dich? Ja, also interessant natürlich, ja, und mich haben immer Sachen interessiert über Extremsituationen, ja, und zum Beispiel in dem Darfur-Film, da geht es ja darum, was würde man selber machen, wenn man jetzt auf einmal so in so einem afrikanischen Dörfchen ist und dann kommen Leute an, man weiß, wenn ich jetzt abhaue, werden die alle umgebracht hier, was würde man da machen? Würde man sagen, da ist natürlich die alte Auschwitz-Frage dahinter, ja, so nach dem Motto, hätte ich versucht, die aus der Gaskammer zu befreien oder also wäre ich auch in die Gaskammer gegangen oder hätte ich lieber dann doch den Gashahn selber aufgedreht? Das ist eine existenzielle Frage, die durch die Menschheitsgeschichte geht. Ja, da geht es eben um Schuld im Endeffekt und das ist ein ganz großer Punkt in vielen meiner Filme, um solche existenziellen Situationen, wo man sich dann fragt, wie hätte ich mich da verhalten? Ne? Und das sind Sachen, die interessieren mich einfach. Filme unterhalten zum einen Punkt, aber auch dein Film hat ja auch ein Statement. Wie wichtig ist dir so ein Statement in so einem Film zu haben? Ist das eine Essenz? Ja gut, manche Filme, die ich mache, haben ja nicht ein wirkliches Statement. Da muss der Zuschauer selber seine Idee bilden. Aber gerade bei Rampage kommt die Message ja wirklich mit dem Dampfhammer sozusagen. Ja? Und die Rampage-Message ist ja nun mal wirklich, wenn wir nicht anfangen, anders auf dieser Erde miteinander umzugehen und mit der Natur umzugehen, werden wir untergehen. Dann gibt es vielleicht noch 2, 3 Generationen und dann ist Schluss. Ja? Und das ist eigentlich so eine Sache, die liegt mir natürlich aus eigenem Überlebensantrieb sehr, sehr am Herzen. Ja? Und ich frage mich eben, wie wir durch unseren täglichen Ablauf gehen, ohne, weil wir eben sagen, ich kann also nichts dran ändern. Ja, man macht mal so seine Daily Routine sozusagen. Ja? Und das ist irgendwie, das geht mir gegen den Strich. Und deshalb mache ich eben sehr, sehr konkrete Filme mit diesen Rampage-Filmen. Ja, manchmal muss man ja auch ein bisschen over the top irgendwo drauf zeigen, ein bisschen übertreiben, damit die Leute es überhaupt erst wahrnehmen. Absolut. Ja, genau, das denke ich eben auch. Man muss manchmal schocken. Ja? Man muss manchmal eben den Leuten sagen, wenn ihr nicht wollt, dass das passiert, müssen wir jetzt das machen. Und die meisten Leute können sich ja eben das gar nicht vorstellen, bis es dann passiert. Ne? Und dann ist es meistens zu spät. Ja? Wenn bestimmte Länder werden ja jetzt schon durch die Pole, die abschmelzen, versinken langsam aber sicher. Und trotzdem macht keiner was.
die Decke hört irgendwann auf und das Wasser bleibt stehen, auch wenn man eben Satellitenaufnahmen sich in Ruhe angucken kann. Wir haben noch 21 Jahre, also ungefähr 21 Jahre, dann gibt es keinen Nord- und Südpol mehr. Ne, da kann man seine Uhr nachstellen, das können 22 Jahre werden, aber es werden eben nicht 45 Jahre. So, und das sind natürlich Sachen, da frage ich mich immer, wieso wir nicht darauf reagieren, ne, sondern warten, bis Holland weg ist. wenn die Holländer alle in Köln am Dom stehen, dann weiß man, ach scheiße, ey, jetzt haben sie wirklich versäumt, was gegen das Global Warming zu tun. Ja, vor allem mit Wohnwagen. Jetzt ist ja Filme machen bedeutet ja eine ganze Menge von der Vorproduktion, der Planung, Skript schreiben, dann auch der Dreh selbst und auch zum Ende hin das Schneiden und einen fertigen Film erstellen. Welcher Teil macht dir am meisten Spaß? Die Dreharbeiten. Also haben mir immer am meisten Spaß gemacht. Also konkret arbeiten am Set sein und Sachen drehen, haben mir immer am meisten Spaß gemacht. Ich bin ein extrem langsamer Schreiber. Also wenn ich die Sachen, die jetzt letzten Jahre, habe ich alles immer selber geschrieben. Es war immer ein erbärmlicher Kampf mit, ich schreibe dann was, dann schmeiße ich wieder weg, dann geht das wieder weiter. Und ich brauche immer sehr lange, um irgendwelche Projekte wirklich am Schluss zu schreiben, ja, einfach so zu entwickeln. Waren ja jetzt auch 2 Jahre nach Rampage 2, bevor Rampage 3 gemacht wurde. Und vor Rampage 2 habe ich auch über 1,5 Jahre nichts gemacht. Und dann habe ich mir da wirklich, mich wirklich geknechtet. Und die Postproduktion ist eben per se für mich total lang, also langweilig. Ja, es ist wirklich so, ich bin ein ungeduldiger Typ und ich kann nicht tagelang in so einem Schnittraum sitzen. Ne? Sondern ich sage dann immer so, wir gehen durch den Cut durch, ich mache 50 Notes und bin weg. Ja, und dann sitzt der Editor alleine da, schneidet alles um und dann komme ich wieder, guck's mir wieder an. Aber ich kann nicht 8 Stunden mit so einem Editor sitzen und viele Regisseure lieben das ja, die sitzen da, mach das jetzt mal so, mach das jetzt mal, kann ich einfach nicht. Und genauso dann, wenn es um den Soundmix kommt auch, da gibt es Leute, die sitzen wochenlang im Studio und teilt sich auch nervlich nicht durch. Ich höre mir das immer an, mache meine Notes, bin wieder weg. Obwohl manchmal wirkt das ja auch, ob die Regisseure dann nur auf dem Sofa liegen, schlafen, weil sie mal von zu Hause rauskommen wollen. Das kann manchmal sein, ja. Aber dann gehe ich lieber mit meinen Hunden oder spazieren im Wald und mache mir da Gedanken über irgendwas. Aber wie gesagt, die Dreharbeiten, auch wenn sie immer am anstrengendsten natürlich sind von allen Sachen, haben mir immer am meisten Spaß. Du hast dadurch ja auch viele Länder kennengelernt, an die man wahrscheinlich nie gedacht hat, mal zu bereisen. Ja, Rumänien, Bulgarien. Südafrika, war doch auch mal dabei? Südafrika war super. Da habe ich auch 2 Filme gedreht, da würde ich auch jederzeit wieder hingehen. Ist einfach ein super Land, Leute total freundlich. Ist natürlich gefährlich, aber gleichzeitig auch toll. Und Rumänien, Bulgarien sind eher, sagen wir mal, nicht unbedingt die, vor allem wenn es ums Essen geht. Die Nouvelle Cuisine ist dann noch nicht so groß entwickelt. Ja, und, aber zum Beispiel Kroatien war gut, da habe ich auch 2 Filme gemacht. War sehr schön und dann eben tonnenweise Kanada. Ne? Und man lernt ja auch, denke ich, eine ganze Menge Menschen kennen, was ja auch sehr viel Spaß, denke ich, macht. Genau. Ja. Oder viele Nationen unter einen Hut zu bekommen, das ist ja auch eine Herausforderung, glaube ich, manchmal. Ja. Hat ja nicht nur Deutsch, sondern hat Englisch, Kanadisch. Ja, wir waren ja immer sehr international aufgestellt. Ja, und es hat sich aber in jedem Fall in den letzten 10 Jahren, also jetzt mal, man muss mit Bulgarien auch mal einen Credit geben, es sind sehr viele große Filme in Bulgarien gedreht worden mittlerweile. Und die Crews sind deutlich besser in den letzten 10 Jahren im ehemaligen Ostblock geworden. Ja, also da kann man natürlich besser, aber beim Blood Rain war es echt noch ziemlich am Anfang da. Ja, und dementsprechend war auch die Organisation oft sehr chaotisch. Wenn man dann irgendwo drehen will und man merkt, die haben überhaupt kein Drehgenehmigung beantragt. Oder solche Sachen, ja. Obwohl man vor 4 Wochen gesagt hat, hier drehen wir in 4 Wochen, miete die Location. Ne? Und dann sagt ihr einem keiner, dass man gar keine Genehmigung bekommen hat, bis man wirklich mit allen Schauspielern an der Location steht und dann irgendein Opa aus der Hütte kommt und sagt, wieso bauen sie hier auf? Ja, ganz genau, ja, solche Sachen. Also das war wirklich vorüber, das waren jetzt auch schon 12, 13 Jahre, 13, 14 Jahre her in Rumänien. Das war wirklich wilder Westen. Jetzt hast du ja sehr viele Filme gedreht und irgendwo kam ja deine Leidenschaft her. Was sind so die Filme, die dich beeindruckt haben oder geprägt haben? Manchmal ist das ja auch der kleinste Horrorfilm oder auch B-Film oder auch A-Film.
Es gab ja mehrere Phasen. Ja? Die erste Phase war, wo ich klein war, durfte ich immer bei meiner Oma übernachten samstagsabends. Und da kam immer, samstagsabends kam Western. Also ich bin mit total vielen Western groß geworden. Also Eldorado, die Howard Hawks Western, John Ford Western. Ja, und das waren so für mich so Highlights. Und dann, als ich älter wurde und eben auch Richtung Kino mal gefahren bin mit dem Bus und so weiter, haben wir unsere Schülerausweise gefälscht. Und da kam gerade so die erste Horrorwelle. Dawn of the Dead, Freitag der 13., so diese ersten Teile von diesen ganzen Sachen. Ganz genau, ja, so diese so ganz frühe 80er sozusagen. Und so, und da war ich natürlich sehr viel im Horror-Metier unterwegs, auch die alten John Carpenter-Filme und so weiter. Und damit, das war dann auch wie so eine Filmografie, die dann, wo man sich dann so mit identifiziert hat. Und dann kam die nächste Phase, wo man sich wirklich auch mit den ganzen Klassikern auseinandergesetzt hat. Ja, auch von Ingmar Bergmann-Filme geguckt und also wirklich so Pasolini, Fellini, diese ganzen Dinger, Woody Allen damals und so weiter. Das, je nach Alter hat man sich auch weiterentwickelt. Ne? Und sicherlich mit, also die Filme, die einen am meisten oder mich am meisten infiltriert haben, wo man sagt, war Apokalypse Now, die durch die Hölle gehen, Uhrwerk Orange, Taxi Driver, also so diese Art Film, French Connection und so, die haben mich schon sehr, wo ich wirklich sagte, super Filme, sowas will ich auch machen. Weil die da noch sehr viel experimentiert haben, auch noch ein bisschen anderen Freiraum als heute, wo es sehr Mainstream ist, so sehr viel genormt wird, sag ich mal. Ja, da war auch, wenn man auch mal so diese alten Making-ofs guckt oder diese Interviews hört, auch so mit Robert De Niro und so, bei solchen Filmen wie früher, bei Die durch die Hölle gehen, so, da gab es noch keine Verträge mit, ich habe 28 Drehtage und kriege dafür 8 Millionen. Sondern da wurde gedreht, bis fertig war. Ja, da gab es gar nicht so, also auch bei Apokalypse Now, da hatte keiner irgendwie einen Vertrag, dass dann Schluss ist. Die waren ja anderthalb Jahre da am Arsch der Welt und haben einfach, da war Film eben auch noch wie ein großes Abenteuer. Und das fand ich immer klasse. Ja, so. Und das kam eben durch die Professionalisierung und Geld hat im Prinzip alles ersetzt irgendwann und dann wurde alles nur noch durch Manager, Agenten, PR und den ganzen Kram in solche Formen gegossen, die dann eben total festgefahren sind, wo dann eben so ganz großes Kino ganz, ganz selten noch rauskommen kann. Ich stelle mir das jetzt mal ganz brutal vor. Man hat das Drehbuch und dann guckt man, gut, den Schauspieler will ich haben, der macht das nicht, das nicht, das nicht. Passt das mit meinem Drehbuch überhaupt überein? Also wird das ja fast schon krass. Das gibt es aber irgendwie nicht. Nee, das gibt es aber nicht. Also wir haben nie, jeder Schauspieler, der geheiert wurde, muss auch das machen, was wir im Drehbuch steht oder was wir wollten. Das haben wir immer so gemacht. Aber ich hatte auch nie wirklich große Probleme am Set mit irgendwelchen Schauspielern. Da, klar, Michael Madsen war manchmal besoffen bei Blattrehen. Ja, oder so, oder Ray Liotta war stellenweise ein Stinkstiefel bei Schwerter des Königs, weil das einfach nicht sein Genre ist, sein Metier. So, aber trotzdem, alle haben immer alles gedreht und zu guter Letzt gab es nie irgendwelche wirklichen Eskalationen am Set. Aber es ist, wie gesagt, diese Abenteuersache, es ist so durchkommerzialisiert heutzutage, dass eben so diese, was vor 30 Jahren noch möglich war, ist eben heute überhaupt nicht mehr möglich. Jetzt hast du ja auch eine Menge Computerspielverfilmungen gemacht und im Endeffekt bist du ja jetzt eigentlich ein Vorreiter des ganzen Genres gewesen, weil oftmals wurde es verpönt, die Leute haben gehört, es ist ja nur ein Computerspiel. Findest du das interessant, dass, wie sich das so entwickelt hat, dass es heute so zum Mainstream schon gehört? Ja gut, es gab ja vor meinen Computerspielfilmen auch viele ganz alte, wie Wing Commander und so. Das war aber 10, 15 Jahre fast vor mir. Ne? Und Street Fighter wurde verfilmt, damals mit Van Damme. Aber dann war so ein Loch und es kam nichts mehr und dann bin ich sozusagen, also er will seine Tasche löschen. Ja. Und dann kam eben nichts mehr. Deine? Ja. Und dann war ich der Erste, der so ein bisschen systematisch an die Sache rangegangen ist. Ne? Also der dann und eben dann auch sehr viele in kurzer Zeit gedreht hat und das hat natürlich die Leute dann auf diesen Plan gebracht. Ich sag mal kurz, tschüss. Also, schönen Dank, bis dann. Ja, danke, also, auch, tschüss. Ja. Ja, vor allem kam dann ja, ich glaube, House of the Dead.
Bam ist, glaube ich, die erste Computerspielverfilmung, was ja eigentlich ein Shooter vom Automaten war. Ja, genau. Aber bei, und auch eine, sagen wir, eine seichte Geschichte hat, aber du hast ja viel rumgespielt mit dem Thema und hast es einfach so ein bisschen auch. Ja, wo ich ja auch für abgestraft wurde von der Kritik, weil ich zum Beispiel auch Animationssequenzen in Filmen eingebaut habe aus dem Game. Das fanden sie alle ganz beschissen, was da totaler Schwachsinn eigentlich ist. Warum? Ne? Ja, ganz genau. Ja, und wir haben da viel Ego-Shooter-Perspektive eingesetzt, was hinterher ja alle auch alle aber Resident Evil auch gemacht haben und so weiter. Und ich habe es Jahre vorher gemacht und ich war das Arschloch. Und bei den anderen fanden sie irgendwie toll. Was für ein Quatsch. Ne? Also es war im Nachhinein wurde da eine Hassfigur Boll aufgebaut, wo in Wirklichkeit die Filme sind nicht das, für was sie dargestellt worden sind. Wenn man die Filme losgelöst voneinander einfach anguckt, dann sind all diese Sachen Amateur-Trash und so, stimmt also überhaupt nicht. Alone in the Dark oder Bloodland sind technisch einwandfrei, man hat super Kamera, Kostüme und so weiter. Das ist alles vollkommener Blödsinn. Einfach durch die Computerspiele in einen Topf geworfen. Es sind ja nur Computerspiele, es kann gar nichts Gutes rauskommen. Das absolut. Ja, richtig. Und es ist ja eben, sagen wir mal, leider auch immer wieder bewahrheitet worden über die letzten 10 Jahre, dass eben die meisten Computerspielverfilmungen tatsächlich scheiße waren oder nicht funktioniert haben. Ne? Anders als Comicverfilmungen und so weiter. Nur was man dann eben auch mal der Öffentlichkeit klar machen muss, ist, Computerspielverfilmungen haben eben meistens nur zwischen 20 und 40 Millionen gekostet und die Comicverfilmungen zwischen 150 und 300 Millionen. Und da kann man natürlich auch ganz andere Sachen machen, die dann, wo die Leute hinterher sagen, das ist ja viel größerer Produktions-, ja klar, wenn ich 250 Millionen ausgebe, brauche ich gar nichts mehr zu drehen. Da sage ich 300 CGI-Artists, mach mal Batman. Und zwar ohne alles. Ich drehe gar nichts mehr. Ja? Dann machen die einen 100 Minuten Batman-Film komplett im Computer, der genauso aussieht wie der Batman-Film, der jetzt gelaufen ist. Also, das ist einfach so. Und diese technischen neuen Möglichkeiten machen visuell alles möglich. Und machen dadurch auch sehr viele Sachen kaputt, meines Erachtens. Ja. Da ist für mich das größte Problem in diesen ganzen Hollywood-Megaproduktionen der letzten paar Jahre. Die sind seelenlos geworden. Ja, oftmals ist es ja nur abgespult. Ja, aber ich fand auch zum Beispiel, der Hobbit war seelenlos. Herr der Ringe war nicht seelenlos, aber der Hobbit war schon komplett so. Da hat man gemerkt, da ist überhaupt gar kein Herz mehr drin. Nur noch abgeliefert, ja, und dann kommt eben ein und Scheiß nach dem anderen. Jetzt Ben Hur oder World of Warcraft oder Independence Day und so, ich finde die alle scheiße. Was sich einmal bewährt hat, bewährt sich immer wieder, sagte mir mal einer. Ja, natürlich, bis man an die Wand fährt. Was ja Hollywood jetzt mit Ben Hur auch tut, aber nur jeder normale Mensch hätte jedem gesagt, du kannst nicht Ben Hur noch befüllen müssen, du Klo. Also da hätte jeder, sagen wir mal, eine Umfrage von 100 Filmkennern, hätten alle gesagt, auf keinen Fall neu verfilmt. Es gibt halt Filme, die man nicht anrühren sollte. Ja, weil sie auch damals schon perfekt waren. Ben Hur war super. So ein Wagenrennen könnte heute nie mehr einer aus Sicherheitsbedenken überhaupt drehen. Ja? Und heute weiß man, alles wird computermäßig gemacht und damit ist es langweilig. Weil das ist ja gerade der Kicker damals bei Ben Hur gewesen, dass das war, also dass die da wirklich rumgerast sind wie die Wahnsinnigen. Und das ist dann eben heutzutage, man kann eben nicht wie Wanted Ben Hur dann produzieren und dementsprechend vor die Wand fahren. Das ist ja dazu. Wo du technische Möglichkeiten angesprochen hast, jetzt hat sich ja seit du auch angefangen hast bis heute so viel verändert. Wo man früher ganze Firmen brauchte für Special Effects, können die meisten das heute schon am Heimcomputer schaffen. Auch Optik, Schneiden, Special Effects. Das ist, ja, würdest du Dinge verändern, wenn du damals nochmal umdrehen könntest, so Sachen, wenn wir den Möglichkeiten von heute sein? Oder sagst du? Na gut, bei vielen Sachen werden auch die Computereffekte viel billiger mittlerweile. Also die Schwerter des Königs, Bloodrain, Alone in the Dark, sagen wir mal, die würde ich heute für ein Drittel dieselben Effekte bekommen, in besser. Für ein Drittel des Geldes. Das hat sich schon positiv verändert heutzutage. Ja, aber sonst. Wenn man ewig Fragen beantwortet, so würdest du ja alles anders machen und so. In Wirklichkeit gab es für mich gar keinen anderen Weg. Ich habe nie in Deutschland Förderung gekriegt, ich war sozusagen hier der Outsider und da wurde alles versucht in Deutschland, damit ich keine Filme drehe. Und von daher hatte ich gar keine andere Wahl, als Genrefilme zu machen, die sich weltweit verkaufen. Wenn dann eben so ein House of the Dead Geld bringt, dreht man mehr Videospielverfilmungen. Weil alles andere wäre vollkommen absurd.
vor allem, wenn du noch Fun dabei hast. Dann ja, genau. Ja, also von daher habe ich gerade, also, wenn man jetzt immer sagt, die Leute, ja, wenn ich diese ganzen Videospiele nicht gedreht hätte, dann gäbe es aber auch Dafür nicht oder Rampage. Weil da hätte ich sonst gar kein Geld verdient, dass ich sagen kann, jetzt versenke ich mal eine Million. Ja, also ich meine, ich hab echt Lehrgeld die letzten 7 Jahre bezahlt durch Produktionen, die ich unbedingt machen wollte. Da habe ich viel Geld verloren. Hätte ich mir auch Ferraris verkaufen können. Also so, aber ich wollte immer Filme machen und habe dann eben gesagt, scheiß drauf, ich drehe den Film jetzt. So, und das ist eben auch der Grund, wieso man jetzt aufhört. Ja, weil man einfach, irgendwann muss man sich limitieren und sagen, Uwe, wenn du nicht in 4 Jahren auf Hartz IV stehen willst, ist jetzt Feierabend und du konzentrierst dich auf andere Sachen und Film ist eben leider ein teures Hobby. Ne? Also wenn dann immer nur $20,000 Verlust bringen würde, könnte ich weiter Filme drehen. Aber wenn man eben mit jedem Film 200.000, 300.000, 400.000 Verlust macht, dann muss man irgendwann sagen, hör auf, ey, was machst du denn? Und Auftragsarbeiten machst du gar nicht mehr? Kriege ich ja nicht, mich fragt ja keiner. Gar keiner. Ich bin noch nie gefragt worden, irgendwo Regie zu führen. Ist dieser Kirk nicht da? Gar nicht. Nein, aber diese Leute wie der Kirk Shaw oder so, die drehen immer billiger. Ja? Und da kriegen die Regisseure $5,000 oder $6,000 für den Film. Ja. Ja, aber das, ja, ich meine. Nichts. Na, nichts, sag ich ja, aber ich mach. Richtig. Ja, so. Das ist alles Studentenjobs, diese TV-Movies of the Week und so, die zahlen. Und das mach ich eben nicht. Ich brauche auch keine $250,000 als Regisseur. Nee. Aber für $5,000 oder $6,000 drehe ich auch keinen Film. Ja, so, und da sind die Budgets so runtergegangen, dass das ein Bereich ist, der ist für mich komplett weg. Und dieser höherkalibrige Bereich, die fragen mich einfach nicht. Dass Netflix jetzt mal sagt, wir brauchen eine geile Action-Serie, der Boll soll. Die würde ich dir schreiben. Hallo, hallo. Ja, aber sie machen es ja trotzdem nicht. Nee, natürlich nicht. Komme ich zur letzten Frage des Ganzen, um es abzurunden. Du sagst ja selbst, du gehst jetzt in Rente von deinem Filmbereich, du kümmerst dich um dein Restaurant in Vancouver. Gibt es irgendetwas, was du vom Filmemachen vermissen wirst? Die wirkliche Arbeit da am Set, mit dem Team Szenen aufzubauen, mit Schauspielern da zu arbeiten, natürlich vermisse ich das. Ich habe das auch im Januar echt genossen, wieder einen Film zu drehen, obwohl es eben nachts im Wald, im Winter in Kanada, ja, man denkt irgendwie, was ist das für eine Scheiße, aber gleichzeitig macht es eben auch totalen Spaß. Und ich habe eben nie den Ratschlag meines Kameramanns umgesetzt, der eben gesagt hat, wir müssen einen Film über Frauen-Beachvolleyball in Rio de Janeiro. Das war Matthias Neumann, der hat mir gesagt. Er sagte, Uwe, entwickel doch Hamburg, mal dieses Hamburg-Wandsbek, die haben eine Goldmedaille gewonnen. Er lag daneben. Geil. Total daneben. Ja, richtig. Ja, nee, er lag ja nicht daneben, weil er will natürlich einen Spielfilm so drehen im Surferbereich oder so, ja, aus guten Gründen. Ja, und das ist gut. So. Und von daher, leider fiel mir dazu nie ein Drehbuch ein. Außer Bill Williams, wäre gekommen, hätte aller Chance. Reicht ja manchmal auch ein kleines Musikvideo vielleicht von dem mit SS. Du hast nie Videos gemacht, keine Musikvideos, ne? Doch, für Midnightwish hat er gemacht, für, was war das? Wish I was an Angel. Wolltest du nicht eine letzte Frage stellen? Das war ja so das letzte, so, wo ich abhauen wollte, aber es wird ja ganz lustig, weswegen. Ich habe 2 oder 3 Musikvideos gemacht und das von Nightwish, da wurde ja Alone in the Dark Footage auch eingeschnitten. Das haben wir in Wiesbaden. Die hast du entdeckt, Nightwish? Für den europäischen Weiß ich nicht. Und die waren schon relativ bekannt auch vor mir. Mhm. Ne? Also, und dann haben wir noch was gemacht für der von The Snap. Du hörst auf. Finito. Ja. Naja, ich meine, das ist wirklich die Entscheidung, die über die letzten 2, 3 Jahre ganz brutal gereift ist, weil der Markt absolut kaputt ist. Piraterie. Ganze Länder, die keine Videos mehr machen, keine Blu-rays. Und wo es eben auch nichts nützt, wenn man jetzt irgendwo noch im Kino läuft, jetzt zum Beispiel Rampage 3 läuft ja schon in Pakistan im Kino und Indien, aber die geben mir $1,000 dafür, ja, und dann wie viel die da einspielen, habe ich keine Ahnung, vielleicht bin ich in Pakistan der Riesenhit, nur ich habe nichts davon und von daher muss man einfach als Produzent dann sagen, es geht einfach nicht, es ist Feierabend. Aber beim richtigen Drehbuch würdest du eine Auftragsarbeit übernehmen, wenn es nicht gerade $5,000 sind? Absolut. Also, du drehst dann auch das Drehbuch, so wie es dir vorgegeben wird? So wie es, sagen wir mal, final da ist. Ja. Also, will dich jemand herausfordern? Ja. Nein, aber es ist ja so, es ist ja nicht so, dass auf mich noch keine Leute jemals zugekommen sind. Aber es hat nie irgendwie die Finanzierung dann geklappt. Ja? Weil meistens kommen die Leute zu mir und sagen, jetzt fehlt noch immer ein bisschen Finanzierung, kannst du nicht doch noch 30-40% reintun. Ja, und dann ist einfach, da ist der Witz weg.
Ja, so, also, und das ist der Punkt. Eine Auftragsproduktion bedeutet, ich kriege Geld und zahle nichts. Aber mir gehört auch der Film nicht. Ne? Also da bin ich eben richtiger Produzent, Regisseur. Ich akzeptiere, wenn man irgendwann dreht, was man nicht bezahlt, dann muss man eben auch ein Teamplayer sein und das machen, was der Produzent braucht. Wenn der sagt, so und so viel Action, so und so viel, dann muss man eben sagen, ich bin hier ein Dienstleister. Ja? So, und dementsprechend sich diszipliniert verhalten und nicht übers Budget gehen. Ja? Also, aber wie gesagt, leider haben wir anscheinend 33 Filme im Volumen von 400, 500 Millionen, die alle im Budget geblieben sind und sogar unter dem Budget, mich nicht qualifiziert dafür, auch nur einen Tatort zu drehen. Also von daher... wäre wahrscheinlich der Beste überhaupt. Ja, genau. Aber leider... ja, aber auch der Till dreht ja lieber mit meinem ehemaligen Praktikanten, der übrigens seinen ersten Praktikantenjob bei Fake hatte, eine Produktion von Taunusfilm. Sonst wäre... wie heißt er nochmal, der Regisseur von den Tatorten? Jetzt überlegen wir alle. Ja, der hat aber auch mal sogar einen Hollywood-Film gedreht. Mit Dennis Quaid, der auch total gefloppt ist. Aber ist auch scheißegal. Aber auf jeden Fall hat er seinen ersten Job im Film heute bei mir gehabt, bei so einem Studentenfilm von Townsfilm, den ich produziert habe. Und ja, aber wenn dann Til Schweiger nicht sieht, dass Far Cry tolle Action-Szenen hatte und sagt, wenn ich hier in Deutschland Tatort mache, dreht der Boll, sondern lieber so einen anderen Heizefreiz nimmt, kann ich eben auch nichts dran ändern. Zeigt eben, dass er nicht denkt, dass ich gut Filme drehen kann. Also hack's ab. So, und da muss man einfach sachlich sehen. Glaubst du, dass die Schublade, die du jetzt leer machst, bald gefüllt werden kann? Von anderen oder was? Ja. Nee, weil der Markt ist kaputt. Das ist das große Problem. Ja? Und es ist einfach so, dass es ganz, ganz schwer ist, für junge Filmemacher diese Erstlingsfinanzierung zustande zu kriegen, weil man ja zum Beispiel auch Filminvestments nicht mehr von der Steuer absetzen kann und so. Wie will man denn Privatinvestoren noch finden? Ja? Und die Filmförderung wird diese Leute nie fördern. Ne, wenn ich sage, ich bin in Deutschland, mache ich einen Horrorfilm oder so, kriegt man kein Geld, von gar keinem. So. Und diejenigen, die weiter Filme machen, außer den Studios, sind die, die Zugang haben zu, sagen wir mal, diesen Supermilliardären. Ne? Also Erbengeneration USA neue chinesische Milliardäre, die einfach sagen, wir müssen jetzt mal 2 Milliarden auch so ein Standbein in der Filmindustrie haben. Alibaba und Konsorten. Aber die geben mir kein Geld. Weil die nicht mit mir auf der Yacht sitzen mit Leonardo DiCaprio in Cannes von Bill Gates und sagen, ach komm, ey, jetzt hauen wir mal 2 Milliarden rein, scheiß doch drauf. Leo spielt mit, kriegt 30 Millionen, alles wunderbar. In der Welt bin ich da leider nicht, aber das ist die Welt, die nach wie vor funktioniert. Weil du keine Entourage auch akzeptierst. Nee, und das hat mit Entourage auch nichts zu tun, aber das hat auch damit zu tun, da bin ich nie in diesem Agenten-Manager-Spiel drin gewesen, wo sich sowas hätte entwickeln können. Ja? So, und das ist, ist so eine Sache, wo dann einfach, da ist der Zug für mich leider abgefahren. Und leider habe ich nur eine Chance, noch so Milliardäre kennenzulernen, wenn sie aus Versehen im Bauhaus in Vancouver essen. Und dann war es lecker, ich bin auch Filmregisseur, ich könnte mal 500 Millionen gebrauchen. Also das ist der Punkt, also man kommt ja an solche Leute auch nicht einfach so ran, per E-Mail. Obwohl manchmal 10 Frecher, einfach probieren. Frech ist er. Das ist klar, authentisch. Ja, richtig, aber nee, aber. Du wolltest immer einen Wikingerfilm drehen, solange ich dich kenne. Genau. Ist der Wikingerfilm? Ja, auch nicht mehr gemacht. Auch unmöglich zu finanzieren. Ich habe da schon Kostenvoranschläge, wir haben ein Drehbuch und alles. Kann man vergessen. Und das ist ja eben auch das Problem. Vor 5-6 Jahren hätte man einen Wikingerfilm noch mit Ralf Möller und Dolph Lundgren drehen können, hätte man so noch verkauft gekriegt und refinanziert bekommen. Jetzt brauchen wir für denselben Film Kevin Costner und also da braucht man einen ganz anderen Cast, um 1 Million zu rekrutieren. Ja? Nur Kevin Costner kommt nicht für 1 Million und dreht einen Wikingerfilm in Bulgarien im Winter. Ja, da sagt er sich, dafür bin ich zu reich, mache ich nicht. Ich will 2 Millionen Gage, dann kostet der Wikingerfilm 3 Millionen und ich kriege wieder nur eine wieder, dann habe ich schon wieder mein Geld gedrittelt. Also die Rechnung geht nicht auf, weil viele Schauspieler sind eben noch zu gut im Geschäft, beziehungsweise machen dann Fernsehen und sagen sich, ich drehe lieber bequem hier eine Fernsehserie, da kriege ich pro Folge 1 Million und drehe die in 5 Tagen ab. Aber du hättest doch, weil es gerade, ich spreche jetzt nicht von Netflix oder Amazon, sondern hier in Deutschland sucht man ja nun händeringend nach der Fernsehserie, ganz dringend. Wieso? Wem geben die Geld? Dem Schweighöfer.
Ich meine, was für eine Enttäuschung, wenn man dann überlegt, die erste selbstproduzierte Serie, ist es Netflix oder war es Amazon? Amazon, ne? Ja. Aber dann geben die dem Schweighöfer Geld. Ja, das zeigt doch auch, wo die denken, nach dem Motto, die Schweighöfer-Komödien sind im Kino erfolgreich, jetzt machen wir eine Fernsehproduktion mit dem und treiben unsere Sales hoch. Aber ist natürlich der falsche Weg, weil in USA, Netflix hat es ja vorgemacht mit Nobody wie Narcos und so weiter oder auch Breaking Bad aus dem Nichts Sachen geschaffen, die dann ganz großes Fernsehen geworden sind. Glaubst du, das ist der große Fehler in Deutschland? Wir haben mal mit guten Serien wie Stahlnetz oder so, das waren alles Nobodies. Das waren kleine Schauspieler. Und querköpfige Regisseure wie Roland hier in Hamburg, der das gedreht hat. Glaubst du, dass wir das völlig verloren haben? Absolut. Also ich denke schon, dass, sagen wir mal, dieses etwas mehr Kreative, was dann auch durch die Neue Deutsche Welle kam, mit Fassbinder, Schlöndorff und so weiter am Anfang, das wurde dann abgenutzt und dann wurde es ein Selbstversorgungssystem. Aber ne? Es gab ja auch gute Actionfilme, also sowas Abwärts oder so, es gab ja Ansätze dafür. Ja, genau. Richtig. Aber tot alles. Absolut. Also und jetzt ist eben Fuck You Goethe-Tag. Ne? Oder Reality-TV-Shows über Tattoo-Studios in Berlin. Ja. Funktioniert auch, diese ganzen Dokusoaps. Ja, sag ich ja, deshalb werden sie auch gemacht. Ja, ja aber damit schaukelst du dich ja immer weiter runter, wenn du auf einmal tagelang da sitzt und guckst, nur noch drei Friseusen sich unterhalten. Ne? Aber der Mickey, ich glaube nicht, dass das mit dem was wird. Ich glaube, ich gehe zum Lidl. So, und dann gucken sich die Leute 3 Stunden am Stück an. Früher gab es sowas im Fernsehen gar nicht und da hat man automatisch ganz andere Produktionen geguckt. Ja? Da sagte ich ja, wo ich klein war, bin ich eben mit Eldorado aufgewachsen ja, oder der Mann der Liberty Valance Ashores und nicht, mit dem total Gehirn amputieren die nächste 4 Stunden kochen. Und jetzt Cut, weil dann muss ins Kino. Genau, wollte ich auch gerade in den Abschluss bringen. Das war das Special von Short Review mit Regisseur Uwe Boll. Danke nochmal. Ja, kein Problem. Offene Worte. Die sympathische Stimme, die ebenfalls Fragen stellte, gehört meiner überaus geschätzten Journalistenkollegin Claudia Janet Kaller. Nach dem Interview ging es direkt ins Kino, wo Uwe Boll das Rampage 3 Publikum willkommen hieß. Guten Abend, mein Name ist Uwe Boll. Heute ist die Sneak. Mein Film Rampage President Down wird hier gezeigt. Es ist mein letzter Film. Ich habe 33 Filme gedreht in 25 Jahren. Ein paar Filme habt ihr vielleicht davon gesehen. Was weiß ich, Schwerter des Königs, Alone in the Dark, Assault on Wall Street oder Blood Rain oder so, House of the Dead, Far Cry. Ich weiß nicht, wer die anderen Rampage-Filme schon gesehen hat. Das ist eine Trilogie und heute kommt der letzte Teil. Wer sie nicht gesehen hat, macht aber nichts, weil die werden im Film auch im Prinzip in Rückblenden auch erzählt. Ich gebe nur eine kurze Einführung dazu. Vor 10 Jahren habe ich einen Film gedreht, eben Rampage 1 mit Brendan Fletcher, wo im Prinzip eine gesamte Ortschaft gelöscht wird. Und man denkt irgendwie, das ist ein Amokläufer, aber in Wirklichkeit hat er da einen Banküberfall verdeckt mit. Also er kommt davon, er hat Geld und verschwindet. 4-5 Jahre später dachte ich mir, ich saß mit Brendan Fletcher mit dem Schauspieler zusammen, habe dann gesagt, was wäre denn wohl aus dem passiert? Also was hätte der danach auch mit dem Geld gemacht? Wie hätte sich alles so entwickelt? Und so kam es zu Rampage 2. In Rampage 2 ist er so ein bisschen politisch geworden und wird quasi wie so ein Terrorist, entführt eine Fernsehstation, nimmt die als Geisel und erpresst diese Fernsehstation ein Interview mit ihm zu senden, wo er wirklich über die konkrete Politik der Welt sozusagen extrem austeilt. Da kommen auch viele Rückblenden jetzt in dem dritten Teil zu. Und man denkt am Schluss, er hält sich an die Abmachung, aber stattdessen sprengt er den ganzen Fernsehsender in die Luft, alle tot und er entkommt wieder. So, und jetzt kommt es zum letzten Teil, weil im zweiten Teil hat er irgendwann gesagt, ihr müsst die Reichen töten. Und ihr müsst Washington und den Präsidenten töten und so weiter. Und jetzt kommt der dritte Teil. So, also kann man sich vorstellen, was im dritten Teil passiert. Da kommt jetzt in Action, was er im zweiten Teil versprochen hat.
Und da es auch eben mein letzter Film ist, also ich habe auch noch so Sachen, die gebe ich hinterher weg, wenn da ein paar so alte DVDs, auch stellenweise mit Sachen, die sind nie veröffentlicht worden und so weiter, die könnt ihr dann hinterher bei mir noch abholen. Aber wir werden sicherlich danach eine größere Diskussion haben, weil eben diese Rampage-Filme sind sehr konkret. Also da geht es um uns, um jetzt. Und nicht, also da geht es um das Gegenteil von der O2-Werbung, die er da gesehen hat, wo nur Spastis Scheiße gucken oder King Kong ins Kino kommt, wo dann eben wieder gezeigt wird, ach, das kann ich mit meinem Computer machen, jetzt der nächste große Affe, dann kommt Iron Man und Avengers. Sondern die Filme, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, die gehen um uns. Und wenn wir den Weg so weitergehen, wie wir gerade gehen, dann ist in 100 Jahren spätestens Schluss, dann war es das mit uns. Und genau deshalb habe ich diese Filme gemacht, wie auch Sound on Wall Street. Weil man eben leider auch in eurem Alter langsam aus dem Arsch kommen muss, sonst gehen wir unter. Ja, und da wünsche ich jetzt erstmal viel Vergnügen. Und danach unterhalten wir uns weiter, dauert anderthalb Stunden. Also hat natürlich nicht 200 Millionen als Budget, so wie die anderen Trailer, die ihr eben gesehen habt. Aber dafür geht's um was. Also viel Spaß.